Amnesia. Ich bin immer noch nicht Freund dieses Spiels. Ich habe den letzten Save-State geladen. Also nicht den letzten Save-State, den letzten Speicherpunkt eben geladen, wo ich eingesperrt war in dieser Tür. Dann hat der Zombie es geschafft, die Tür anzuklopfen, mich zu töten. Und jetzt kann ich weiterlaufen. Ich werde diese Tür geschlossen lassen. Ich werde da nicht reingehen. Ich werde jetzt da lang gehen. Fertig. Nee, das Spiel verlangt mir echt alles ab. Wo geht's denn hier lang? Ich habe ja kein Öl mehr. Das könnte ein Problem werden. Was ist das für ein Arsch? Wo geht's denn hier lang? What the fuck? Was war das jetzt? Oh mein Gott! Was ist das für ein komisches Ding? Au! Okay, merke. Fasse niemals ins Feuer. Niemals ins Feuer. Was war das jetzt für ein Schrei, bitte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich merke gerade, ich habe ein paar FPS-Einbrüche. Ich pausiere an dieser Stelle kurz und wir sehen uns gleich wieder. Bye bye. So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Amnesia. FPS-Einbrüche sind gefixt und wir haben jetzt die wunderschönen Stäbe. Oh. Lies! Lauf. Steck dich hinter der Kiste. Gebt's doch zu, ihr liebt es, wenn ihr mich leiden seht. Kommt er jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Kommt er jetzt? Hallo? Okay, irgendwie war das nur, um mir Angst zu machen. Hoffe ich, ich will hier einfach nur raus. Ich will hier einfach nur raus. Sei weg. Scheiße, der geht da Wache. Was Mist, wie geht da Wache? Was sind das für Zombies, die Wache gehen? Oh Gott. Ich will nicht an dem vorbeigehen. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Kommt er wirklich? Ja, er kommt. Lauf. Lauf, 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 lauf. Tür zu. Versteck dich. Oh mein Gott. Kann nicht einer mal diese scheiß Zombies ausstellen? Ich will doch einfach nur nach Hause gehen. Ich will doch nur hier raus. Ich will ja gar nicht, eigentlich will ich aus dem Raum gar nicht mehr raus. Legt das jetzt eigentlich die Tür ein, oder? Ich geh mal gucken, vielleicht hören wir was. Ich guck mal durch den Schlitz da durch. Nee, ist hier nix. Okay. Es ist weg. Wirklich? Nein, das geht wirklich Patrouille da. Guck's nicht an. Guck's nicht an. Guck's nicht an. Guck's nicht an. Guck's nicht an, dann tut's dir auch nix. Guck es nicht an. Lauf, 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 lauf. Lauf. Oh Gott, lauf! Ich versuche jetzt in einem Zug durchzurushen. Okay, ich hab's mir gerade anders überlegt. Scheiße. Dummes Versteck. Dummes Versteck. Dummes Versteck. Verdammt dummes Versteck. Sieh mich nicht, sieh mich nicht. Ja, geh. Nein. Jetzt dreht sich das Vieh ja noch um.
war denn das gerade? Soll ich ein bisschen weitergehen? Super, jetzt darf ich dem hinterher schleichen, oder was? Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. An dem kann ich nicht einfach vorbeilaufen, das geht nicht. Ich muss den hier irgendwo verarschen. Oder wie geht denn der? Dreht er sich jetzt wieder um? Okay, er geht nach unten. Das heißt, wir werden ihn jetzt einfach überholen. Tür! Tür! Ich will hier raus! Oh. Leute! Am Anfang habe ich dieses Spiel noch verarscht. Jetzt verarscht es mich. Oh. Nee. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir schon von... mit der Farbe oder was? Ja, schreib mich an, du liebe Sau. Das werden wir jetzt aber mal ignorieren. Und nee, wir machen keine kurze Aufnahmepause, wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye. So, da sind wir wieder bei Amnesia. Musste mal ganz kurz pausieren. Tut mir leid wegen den Aufnahmestopps heute. Aber was denn hier passiert? Hier war es doch so schön. Ach ja, Mann. Vision. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. Ba 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 ba. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Ja, ja, ist okay. Komm. Lass mich da einfach reingehen. So, jetzt werden wir da schnell das machen, dann in den Aufzug gehen und dann hoffentlich, dass keine Zombies mehr da sind. Ich will die alle ausmerzen, dass sie mich in Ruhe lassen. Aber ich kann mich alle wehren, obwohl da irgendwo nur ein Messer rumgammeln. Halleluja. So, was haben wir hier? Das ist der Raum mit den Schalthebeln, der bringt uns noch nicht viel. Wir waren hier schon einmal drin. Was haben wir hier? Eine Tür, die... Au. Würde ich zu blöd, wenn sie aufzumachen. Hier. So, jetzt muss ich die da irgendwie reinstecken. Ich mache das einfach mal nach Gefühl. Wenn dieses durchbrennen, habe ich ein Problem. So. Das Loch nicht erwischt. Sieht so aus, als hätte es funktioniert. Hoffe ich mal. Ist hier vielleicht irgendwas in den Notizen? Bankillers, Anleitung, Aufzugmaschine. Da haben wir es doch. Funktion Trinity Dampfanlage, 4 für Amplitude. Funktion Trinity Dampfanlage. Keine Ahnung, warte mal. Ich mach das jetzt einfach mal so von links nach rechts. Die vier, das war in der Mitte. Der Trinity-Stab war links. Und da war rechts. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn ich einmal ein Problem. Zombies können ja hier keine sein. Hier war ich ja schon. Ich mach lieber die Türe zu, es gibt keine Türe. Gut. Hier gibt es nämlich noch was zum Reintun. Und zwar Kohle. Kohleballen hier. So. Gehen wir da hin und schmeißen den da rein. Gucken wir da vielleicht. Gibt es vielleicht noch was? Ich habe kein Licht, was soll ich tun? Ich leg da noch ein bisschen mehr rein. Könnt ihr mal anzünden hier. So. Mal drei von solchen Dingen rein. Treffe ich vielleicht? Schauen wir mal. Oh, knapp, knapp. Vielleicht treffe ich mit dem. Auf, komische Geräusche zu machen. Heppa. Verdammt. Okay. Egal. Rein damit. Der Brenner ist jetzt voller Kohle. Es muss keine Kohle mehr hinzugefügt werden. Oh, die löst sich auf. WTF. So, Brenner an. Die Zahnräder sind eingesetzt.
Und da ist noch so ein Hebel. Hä? Warum? Ja, ich halte das jetzt unten. Mann. Warum? Ach so. Es geht wahrscheinlich über die Ventile. Da oben. Aufzugrätsel. Könnte ich da nicht einen einfachen elektrischen Aufzug reinknallen? Nee, können sie natürlich nicht. Müssen da irgendwelche Rohrgefechte mit Dampf und was weiß ich noch für ein Käse machen. Das Rätsel hier haben wir noch. Da stand nämlich auch irgendwas von dem in den Notizen. Stelle die Hebel so ein. Hoch 8, unter 8. Okay, genau. Ich muss die so einstellen, dass es nach oben 8 ergibt und nach unten 8. 6, 7, 8. Das wird aber nicht funktionieren. Nee, nee. 2 geht nach unten. Die 6 geht auch nach unten. 2, 4. Das ist eine 4. Das ist eine 9. 5. Oh ne, das ist jetzt eine 6. 7, 8, 9, das geht nicht. 8. Ha! So. Es dampft ein bisschen. Das hätten wir. Die Stäbe hätten wir eingefügt. Theoretisch müsste jetzt die Maschine anspringen. Wie das praktisch aussieht, weiß ich nicht. Warum macht das Haus komische Geräusche? Ich mach doch gar nichts. Dampft überall raus. Sehr undicht hier. Und hepp. Scheißding. Muss ich mich um die Stäbe kümmern. Dann hat es irgendwas mit den Stäben zu tun. Ich mach die Tür zu. Stab. Ich vertausche einfach mal die zwei. Das heißt, der gelbe kommt jetzt hier rein. Und der blaue kommt hier rein. Muss ich das jetzt das jede Mal probieren? Sehr dumm. Moment, nochmal nachlesen. Notizen. Aufzug. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage. Vielphasenamplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Schöne die Dampfstab, dann packen wir den mal hier rein. Stromkreislaufstab packen wir hier rein. Und Vierphasenamplitude hier. Und woher weiß ich jetzt, dass das funktioniert? Hallo. Kurbel? Vielleicht noch irgendeine Notiz oder so. Maschinenausstattung. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion findet die Dampfanlage, Vierphasenamplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst richtig eingestellt ist, wenn alle Dampfstäbe eingeschoben sind. Ja, aber in welcher Reihenfolge? Also, nochmal. Ich weiß, ich muss euch damit jetzt nerven. Funktion findet die Dampfanlage. Packen wir mal links rein. Hier. Dann Vierphasenamplitude. Und dann kompletter Stromkreislauf. Und das müsste funktionieren. Zumindest laut Aufzeichnungen. Und falls ihr jetzt irgendwas scharren hört, das ist mein Hund, der gerade versucht, den Parkettboden aufzukratzen. So. Sie. Warum? 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 Was habe ich getan? Aufs Licht an. Wieso, weshalb, warum? Ich
Ich hab keine Ahnung. Verbrennt's doch schön. Was hab ich falsch gemacht? Ich muss das echt anscheinend so Daumen mal Pi berechnen, weil da steht irgendwie nichts davon. Da liegt irgendwie so ein Zettel oder ein Abdruck oder ein Bild oder was weiß ich, irgendwas. Kann ich noch nichts für. Da steht nichts drauf. Wir wissen. Kann ich das da aufmachen? Ja, was ist da drin? Nix. Möchte ich das drehen? Nein. Nein, da ist auch nichts. Moment mal, da oben waren noch irgendwelche Aufzeichnungen. Das heißt, theoretisch kann ich mir hier vielleicht irgendwie helfen. Dem ganzen Gedöns sicher nicht. Nee. Kann ich gar nicht mehr ausschalten. Es hilft mir alles so unglaublich viel. Da hinten vielleicht noch irgendwas. Nee. Das Haus schreit schon. Schön für das Haus. Aber ich habe echt keine Ahnung. Tausche einfach mal die zwei Stäbe. Nochmal Strömungskreislauf hier. Das hier. Ich kann jetzt einfach nur die ganze Zeit hin und her rennen und probieren. Ja. Drück doch bitte den Hebel. Hallo! Geht doch. Mann! Mannequin! Monika! Warum geht das nicht? Hat Dampf, hat Strom, hat die Hebel, hat alles. Warum geht das nicht? Gibt's ja wohl gar nicht hier. Dann vertausche ich mal die beiden. Den blauen hier hin. Den da hin. Ah, cool. Ich hab's geschafft. Okay. So, und wie es aussieht, wenn der Aufzug läuft, sehen wir im nächsten Part von Amnesia.